Ist das nicht schön? Und ist der nicht süß? Er mag nicht mehr so gern gefilmt werden. Sandra Deschamps hat sich ein Outfit of the Day gewünscht. Und das habe ich im letzten Jahr ja mal im Garten gemacht. Und deswegen mache ich das heute auch einmal. Make-up im Gesicht, gerade so ziemlich alles von Mrs. Fabulous, meine ich. Ring Ernstings, Armband. Armband Rossmann, Ohrringe Rossmann, Pulli weiß ich im Moment nicht mal, Sash Jeans und Top einfach so, Schuhe, keine Ahnung. So, heute das erste Mal die Haare gemacht, nachdem Betty sich daran zu schaffen gemacht hat. Ich finde es immer noch toll, große Klasse, habe es natürlich nicht so schön hingekriegt und überlege jetzt auch mir einen Glätteisen zu holen. Andererseits für jeden Tag ist das natürlich auch nichts, aber das hat schon viel ausgemacht mit dem Glätteisen. Also seht ihr, die sind schon noch fummelig, aber trotzdem bin ich weiterhin zufrieden und habe heute, jetzt weiß ich gar nicht, wer mir das Glanzversiegelungsspray oder Gel reingemacht hat, das habe ich auch noch drin. Ich glaube, da habe ich ein bisschen zu viel erwischt. Da ist offensichtlich auch so viel Silikon drin, dass ich eben meine Hände gar nicht richtig waschen konnte. Da perlte das Wasser fast ab. So, jetzt stelle ich euch einmal hin und hoffe, dass man was sehen kann. So. Einmal die kurzen Haare. So, ich hoffe, man konnte das so ein bisschen sehen. Die Haare sind also wirklich fülliger geworden, dadurch, dass sie die Spitze weggenommen hat. Und liebe Betty, wir können das also gerne wiederholen. Ich habe jetzt vollstes Vertrauen zu dir. Das erstmal vorweg. Und jetzt geht es einmal nach Hamburg, nach Poppenbüttel. Und da ist im, ich weiß immer nicht, ist das Elbe Einkaufscenter oder als Einkaufscenter? Elbe müsste das sein, ne? Jedenfalls nach Poppenbüttel. Und da gibt es ein Kiko. Und da werde ich jetzt gleich mal schauen. Vielleicht habe ich nachher was Schönes, was ich euch zeigen kann. Also wenn ja, dann geht es jetzt gleich das Video weiter. Und wenn nicht, dann ist es hier zu Ende. Schönen Tag wünsche ich euch. Tschüss! Noch einmal ganz kurz. Ich interessiere mich ja für eine neue Brille und morgen glaube ich, habe ich ein Beratungsgespräch. Und ich wollte diese Brille mitnehmen als Beispiel, weil ich finde, dass die ganz gut zu mir passt. Und jetzt bin ich mal gespannt von euch zu hören, ob ihr das auch so seht. Moment. So. Und da wüsste ich gerne, was ihr dazu sagt. So. Weil die meisten sind natürlich so eckig und was weiß ich. Und ich finde das hier ganz schön, dass die so rund runter geht. Das ist aber so ein, ja, Einweggestell, hätte ich fast gesagt. Eins von diesen Billiggestellen. Das können sie natürlich nicht umfunktionieren. Zumindest machen sie das immer nicht. Aber was haltet ihr rein prinzipiell von der Form? Und von der Farbe auch. Würde mich mal interessieren. Tschüss. Kurzes Update. War gerade bei Kiko. Und Schiedwetter heute in Hamburg. Überhaupt nicht schön. Eigentlich wollten wir noch einkaufen zum Grillen und sowas. Aber ist alles überhaupt nicht klasse hier. Und dann haben die mich zugesabbelt bei Kiko. Ich wollte ja bloß nach diesem einen von Mami 40 Plus empfohlenen Lipgloss gucken, mit diesem langen Stain. Jetzt stehe ich hier in einem ganz, ganz furchtbaren Parkhaus und warte auf Männer. Total verwinkelt, hier würde ich nie wieder reinfahren. Und habe mir gedacht, das erzähle ich euch ganz kurz von. Will nur nach diesem einen Lipgloss gucken. Habe dieses Mini-Tütchen und gerade 38 Euro bezahlt. Ich habe gedacht, ich lache hinten rüber. Man könnte denken, dass ich nach so furchtbar vielen Tauschbechern eigentlich jetzt gut ausgestattet war. Aber ich habe tatsächlich noch zwei, drei Produkte gefunden, die ich euch nachher vorstellen werde, die echt noch schön gewesen sind. Aus der aktuellen LE, wie gesagt, und der gute Mann hat mich dann, ein Jüngelchen war es eher, war ein sehr junger Verkäufer, der mich dann zugelabert hat über die aktuelle LE da. Und ich habe auch gesagt, ich habe keine Zeit. Ich habe gesagt, ich trage die Farben nicht. Und flop hatte er mich trotzdem da vorne stehen. Also hervorragend. Und dann hatte ich mich für einen Rouge interessiert und habe gesagt, würden Sie mir das einmal auftragen? Ich habe heute keinen Bronzer drauf, nichts. Dann macht er mir das hier hin, da komplett. Ich gucke ihn an und sage, ich hätte es mir jetzt dahin gemacht, weil ich nicht wusste, wie ich es ausdrücken sollte. Und er sagte, ja, ich sehe es auch gerade, ich hätte es Ihnen da auch normalerweise hinmachen sollen. Habe ich hier die Wangen. Vielleicht sieht man es jetzt sogar noch ein bisschen, ich weiß es gar nicht. Ich habe da auch in den Spiegel geguckt, hier sah man jetzt in den weißen Hals und so, es war echt lustig. Naja, aber zwei, drei schöne Sachen habe ich, glaube ich, und zwei Lipglosser habe ich noch mitgenommen. Einfach nur, weil sie im Grabbelkörbchen waren und schöne Farben hatten. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe jetzt gerade das Bedürfnis, mich einmal nachzuschminken, weil ich habe einen ausprobiert da vor Ort und mir spannen gerade die Lippen. Das mache ich jetzt kurz noch
Und von den anderen Sachen erzähle ich euch später. Aber das war jetzt echt gerade voll reingerannt, voll reingelabert. Nervt mich auch. Das nervt mich jetzt bestimmt schon eine Dreiviertelstunde. Wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde raus und nervt mich, dieses Zugesabbel. Wie seht ihr das? Ich meine, wenn ich eine Frage habe, ich habe vor allen Dingen die ganzen Sachen, die ich mir angucken wollte, habe ich überhaupt nicht mehr zu bekommen. Naja. Bis später. Hallo ihr liebe Leiner, bin ich wieder. Ist jetzt so tief, habe ich das Gefühl. Ich bin so platt. Wir sind heute noch in Hamburg unterwegs gewesen. Habe ich euch ja erzählt, ist ja ein Follow Me Around. Und jetzt kommt zum Kiko Hall, wenn ihr Bock habt, dran zu bleiben. Also ich habe wirklich ein paar schöne Sachen gefunden. Und bin sogar zweimal da gewesen, weil einmal hatte ich nicht genügend Zeit, habe ich euch ja eben erzählt. Dann mussten wir nochmal weg. Und dann habe ich meine so lange in den Ohren gelegen, dass wir nochmal hingefahren sind. Und dann hat er schon Aufträge eingegeben und so weiter. Und ich bin dann nochmal dahin. So, und jetzt will ich euch zeigen, was es Schönes gab. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich vorher noch so vernünftig war und überlegt habe, muss das überhaupt sein? Du hast so viele tolle Sachen in letzter Zeit gekriegt. Muss das wirklich sein, dass du jetzt noch zum Kiko fährst? Und da habe ich gedacht, ich komme da so selten hin. Es muss sein. Ich habe jetzt alles einmal nur kurz grundiert mit der BB Around Foundation Warm Beige in 040. Und um die Augen sind noch die Reste von heute Morgen. Wozu ich euch sagen muss, beziehungsweise gerade an Chris, das hier, das hype ich ja im Moment total. Also ich habe es noch nicht für das benutzt, wofür es eigentlich ist. Da muss ich noch Spandauer 69 fragen, ob sie mir wirklich das mal ganz genau übersetzt. Ich kann Englisch, aber ich kann das nicht so dermaßen umsetzen auf meine Augenbrauen, hätte da gerne eine perfekte Übersetzung für. So, und habe das also noch nicht so gemacht, wie es sein soll, aber nehme den hellen Ton natürlich, beziehungsweise die beiden hellen Töne auf dem Augenlid und den helleren Braunton oben drauf und den dunklen für unten drunter. Das ist so eine tolle Farbe. Klasse. Und habe gerade noch den Lip Liner von Rival de Loup Young in 05 Nude, wobei ich aber nicht weiß, ob es den noch gibt, aufgetragen. Und ihr seht schon, ich war fleißig bei Kiko. So, das ist der Ton. Superschön. Und habt auch einige Lipstains ausprobiert und so, weil ich ja jetzt über den roten Lipstain so ein bisschen angefixt bin. Hat ja auch den orangefarbenen hier irgendwo noch mit bei, den von der Liplacker. Das ist, glaube ich, nochmal was anderes, ne? Jedenfalls habe ich mir auch Lipstains angeguckt, aber da ich etwas habe, was laut Martina von Mami 40 Plus auch sehr gut halten soll, habe ich es heute erstmal belassen bei einem Lipgloss, beziehungsweise so einen 10 Stunden Duo, kommen wir aber zu. Die tollen Sachen habe ich eigentlich im ersten Rutsch gekauft. Ich zeige euch aber erstmal jetzt die Sachen aus dem zweiten Rutsch. Wie gesagt, beim ersten Mal hat mich ja der eine Verkäufer da so ein bisschen überrumpelt. Und ich wollte eigentlich ganz gerne noch in Ruhe nach allen möglichen gucken und bin dann eben nochmal hin und habe mir dann eben auch noch andere Farben angeguckt zu diesem Lip, das ich mir gekauft habe. Aber geworden sind es dann nur noch 4 Teile. Und zwar, ich habe ja kein Nagelrad, deswegen habe ich auf der Fahrt eben schon lackiert. Und zwar habe ich einmal diesen schönen Kiko-Lack. Und zwar ist das die Nummer 217, so wie ich das gerade sehe, für 1,90 €. Dann ein Rosé, das habe ich in einer anderen Tüte. Ich hatte nämlich gestern eigentlich, also Fab 40 Style hatte gesagt, Mensch toll, es ist Sommer, weißer Nagellack super. Und ich habe gedacht, weißer Nagellack, das ist ja nicht so meins. Und habe dann gedacht, probier es doch erstmal. Und habe daraufhin einmal gestern so grob weiß durchgelackt und noch mit Überlack und so weiter. Sieht natürlich recht tot aus, da habe ich noch eine Macke reingehauen. So. Dann habe ich aber den gesehen. Vom Kiko die Nummer 216, stimmt das dann eben auch? 217, okay, 217, 216. Und den habe ich beim ersten Gang mitgenommen. Das ist der hier, den finde ich auch total süß. Der ist jetzt schon doppelt, der ist also natürlich einmal auf dem weißen und dann doppelt gemalt. Ne, hier ist er nicht doppelt, da ist er doppelt. So, also hier einmal, da zweimal. Und der kostet auch 1,90 €. Und schön fand ich, das werdet ihr jetzt nicht sehen, aber die haben da so silberne Pünktchen drin. Und ich denke mal, dass man diesen silbernen Pünktchen verdankt, dass das aussieht wie Keramik. Also da braucht man jetzt, finde ich, keinen Überlack mehr. Das heißt, dass ihr mit ein oder zwei, ich habe ja wie gesagt zwei Schichten jetzt drauf, schon fertig seid praktisch
Und finde ich toll. Gefällt mir gut. Ich habe sonst ja noch nicht so viele. Ein oder zwei habe ich, glaube ich, mal von euch bekommen in Lila und so. Lila trage ich ja noch nicht so häufig. Und daher konnte ich mir da noch kein Bild zu machen. Und dann habe ich mir einen mitgenommen, wo ich echt gedacht habe, machst es nicht. Also einer war noch ganz toll da. Das muss so ein Top-Lacker gewesen sein. Der hatte ganz tolle holographische lilafarbene Pünktchen. Blau und lilafarben. Und dann habe ich auch gedacht, lass es mal liegen. Und an dem konnte ich nicht vorbei. Also für mich ist das ja echt eine Hammerfarbe. Das ist, der schimmert eigentlich rot mit goldenen und silbernen Pünktchen. Aber auf dem Nagel, entschuldigt, wenn ich euch den jetzt einmal zeige, den Effenberger, das ist jetzt auch eine doppelte Schicht. Auf dem Dings ist er halt wirklich knallig pink irgendwie. Also ich hoffe mal, dass das noch ein bisschen gedämpfter wird, wenn ich jetzt davon noch eine Scheibe, noch eine Lage drüber mache. Weil das ist schon heftig, ne? Aber irgendwie auch alle, Mäuschen, nie, jetzt bleibst du mal draußen. Sonst sitzt du immer hier drin, will draußen, jetzt sitzt du draußen. Habe ich extra dran gedacht, sie rauszulassen und ja. So, und dann noch einen, den habe ich jetzt aber noch gar nicht irgendwo geswatcht. Aber da ich auch, den mache ich jetzt einfach auf den, wo sowieso eine Macke drauf ist. Also die andere Farbe, das war die 277, auch 1,90. Und dann habe ich den noch mitgenommen, eigentlich so gar nicht mein Ding, weil der jetzt auch gerade so ein bisschen grünlich schimmert. Der schimmert grün, braun, golden. So. Aber ich habe gedacht, wenn das alles so ein bisschen ordentlich aussieht und sowas und so ein bisschen Farbe kriegt man ja doch, auch wenn man einfach nur so durch die Gegend läuft und nicht in der Gegend, also wenn man nicht so richtig brät. So, also der ist wirklich sehr dunkel und ich vermute mal, dass man den sehr akkurat auftragen muss, wozu ich jetzt natürlich keine Muße habe, zumal ich den ja über vier oder fünf Schichten sind es inzwischen. Zwei rote, eine Glanzlackschicht und zweimal den Nagellack gestern Abend, wisst ihr also Bescheid. Also nochmal der berühmte Stinkefinger. Es wäre dann die Farbe. Ich fand das jetzt ganz hübsch, so zu meinen dunklen Haaren. Und ja, werde es in der nächsten Zeit mal ausprobieren. Ansonsten spätestens, das ist Nummer 514, spätestens im Herbst wieder auspacken. Ja. Denn eigentlich sind das ja so Herbstfarben. Gestern hatte ich auch einen anderen Ton in der Hand, als ich mir überlegt habe, wie ich mich jetzt lackieren soll, wie ich mir Nägel lackieren soll. Und hatte so einen von meinen Klassikern in der Hand und habe gedacht, nee, das ist Herbst, das lassen wir jetzt mal. So. Den habe ich wie gesagt drauf. Ich habe beim zweiten Mal dann etwas mitgenommen. Hier, Glitter, 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 Glitter. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Prinzessin gehen wieder angesprungen. Das ist ein Pencil-Lipgloss. Ein Lipgloss-Stift in der Farbe 06, kostete 2,90 €. Ist jetzt natürlich noch verschlossen. Da wollen wir noch eine kleine Schere hier rausholen. Ich hatte mir eigentlich heute einen Pony gemacht, von dem ist nichts mehr zu sehen. Sorry. Und schon eine Macke hier auf den Tisch gemalt. Gleich dabei gehen. Wieso kaputt? Ach man. Ja, man ist ein bisschen entschleunigt, wenn man hier draußen wohnt. Dann, ja, Großstadt halt. Ich meine, ich habe jetzt 11 oder 12 Jahre in Hamburg gewohnt, aber auch da haben wir ja grün gewohnt und kommen ja eigentlich aus einer ruhigeren Ecke. Menne ist aber Hamburg, aber selbst der sagt, oh, wir sind wieder auf dem Land. Es ist schon toll. So, das haben wir jetzt erstmal ab. Und jetzt schaut mal, ich habe den Tester dort benutzt. Ist wieder mal der klassische Rosenholzton mit goldenen Sprenkelchen drin. Und wenn man ihn dann hier benutzt, zieht er nur ganz wenig aus. Ich habe gedacht, wenn der auf den Lippen nichts ist, weil auf den Lippen habe ich natürlich nicht ausprobiert, dann nehme ich den noch als hier oben, ne? Als Highlighter. So, weil das wirklich eine so schöne Farbe war. Aber jetzt wollen wir mal schauen. Weil den kann ich ja auch nicht verformen. Super, da sehe ich euch jetzt schon. Da hätte ich zwei von mitnehmen sollen. Toll. Ich weiß ja, dass die Kamera viel fluckt von der Farbe. Letztes Mal, also ich habe jetzt gerade das Unboxing-Video freigeschaltet von Mrs. Fabulous, von dem Paket. Und da habe ich mich extra so doll geschminkt. Und auch davon sieht man kaum was. Also da werdet ihr jetzt diese schöne Farbe wahrscheinlich gar nicht sehen. Da tut es mir jetzt schon leid, dass ich die als erstes genommen habe und die gleich runternehmen muss.
Dann nehme ich als nächstes gleich hier eins von den, ja, ich weiß, dann nehme ich die nächsten Lippenstifte noch gar nicht, sondern, oh nein, wie ärgerlich. Hoffentlich kommen wir da nochmal dran vorbei, die Tage. Aber da kommen wir nie hin. Wohnt einer in der Nähe von Poppenbüttel? Ah. Naja, gut, okay. Lassen wir das erstmal. Miss Kushi, wohnst du in der Nähe von Poppenbüttel? Kommst du da mal hin? Dass die nicht ausverkauft werden zwischendurch oder so. So, bei der ersten Geschichte dann. Wie gesagt, ich wollte nur nach diesem einen Lipgloss gucken. Stürzt der junge Mann auf mich zu mit zwei Sommerfarben in der Hand, mit zwei aufdrehbaren Lippenstiften, die so ähnlich aussehen wie der eine, den ich schon habe. Sehe ich gerade, dass ich fast eben nochmal den gleichen, dieselbe Farbe gekauft hätte. Also kommt jedenfalls auch so von der Machart her so mit zwei auf mich zu, mit Orange und Pink und so weiter. Und ich gucke ihn an, ich sage, nein, darf ich Ihnen meine neue Sommerkollektion und bla bla, limitiert, jip, jip. Ich sage, nee, das sind so gar nicht meine Farben. Ja, wir haben noch mehr Farben. Da hat er drei Farben. Also das andere war nochmal so eine Knallorange oder irgendwie sowas. Und hatten jetzt natürlich eine limitierte Kollektion da stehen, von der ich jetzt gedacht hätte, dass sie Brasil heißt. Aber kann ich euch jetzt gar nicht zu sagen. Auf meiner steht jetzt drauf Sun Lovers Blush, aber ich glaube, das ist jetzt eher... Ach nee, das ist die Farbe. Sun Lovers, vielleicht heißen die Sun Lovers. 01 Ipanema Peach. So, dazu erzähle ich euch jetzt die Geschichte, beziehungsweise die habt ihr eben, glaube ich, schon gehört. Das habe ich mich ja schon mal zu ausgelassen. Das ist genau der Farbton, den er mir dann auch aufgetragen hatte. Da sagt er, hier, toll, Peachton und so weiter. Und die eine Farbe ist ich pack's aus, Moment. Also, ich habe ja noch keinen Kiko Blush, das ist mein erster. Und Blush mit drei Farbtönen steht jetzt hier gerade. Ist toll aufgemacht, ne? Total edel. Und dafür das Kiko jetzt auch schön. Richtig fetter Deckel mit dem Spiegelchen. Und das ist jetzt der Blush. Sehr schön finde ich. Ich hätte ihn nicht ausprobiert und ich hätte ihn auch nicht gekauft. Der kostet nämlich 13,90 Euro. Also nochmal 1 Euro mehr als der, den ich mir gegönnt habe, als ich mich mit Fab 40 Style getroffen hatte am 31.10. Aber nun guckt mal, was hier oben ist. Jetzt muss ich einmal ganz kurz aufstehen, weil Jamie nämlich bellt und Mane ist oben. Aber guckt euch das, könnt ihr das sehen? Das zeige ich euch ganz schnell noch. Der? Ein Apricot Rosé Peach. Und da habe ich mir gedacht, für den Sleek würdest du dir auch 7 Euro ausgeben. Nimmst du den mit. Moment. Ja, da bin ich wieder. Muss aber gleich auch noch irgendwann den Akku tauschen. Ich habe gerade gesehen, ist nur noch ein Drittel drin. Jo, neue Haare. Und auf der anderen Seite seht ihr einen Orangeton, würde ich sagen, mit so einer ähnlich erdigen Farbe wie in einem Terrakotta, wie in einem Bronzer. So. Sieht auch aus wie ein Bronzer und auch auf der Haut wie ein Bronzer. Das heißt also, dass ich mit diesem Blush eigentlich einen Blush habe und einen Bronzer oder eben Konturenstift oder wie auch immer. Und der übrigens jetzt auch super zu dem Stift, den ich gerne nochmal hätte. ja. Ich bin so fertig, dass ich den jedenfalls toll kombinieren kann. So, nun hat der seinen Pinsel genommen, da drin rumgewuschelt und hat mir hier, genau alles hier, ich hatte extra heute nichts drauf. Es hätte ja nun sein können, dass er sich denkt, na gut, dann mache ich der Frau den Bronzer nicht kaputt oder so. Ich hatte nichts drauf. Er hat wirklich dieses untere Drittel vom ganzen Gesicht genommen, auf beiden Seiten hartnäckig durchgezogen und pudert mir da so rum. Ich denke, vielleicht fühlt sich das bei dir ja nur so an, dass er zu weit unten ist. Vielleicht ist das ja gar nicht so. Nein, ich konnte dann auch in den Spiegel gucken und bums, hatte es wirklich hier und auch wirklich bis hier unten runter, also auch nichts ausgeblendet oder sowas. So hat er mich losgehen lassen. Ja. Ich sag, muss das nicht, aber das habe ich ja schon erzählt. So, dann habe ich das also mit dem Dings wieder abgemacht, mit dem Zeber. Bin dann nochmal los und habe dann nachher gesagt, bin dann umgedreht und habe den aber trotzdem dann mitgenommen, weil ich mir wirklich dann gedacht habe, okay, gute Farbabgabe, weil ich mir gedacht habe, so, den Sleek wolltest du immer haben, jetzt hast du die Möglichkeit einzunehmen, der so ähnlich ist und oh, ich weiß, ich habe auch einige Blushes inzwischen und ich habe auch wunderschöne Blushes, aber weil ich diesen Sleek immer schon haben wollte,
Und ich finde auch ganz ehrlich, wenn das jetzt nicht hier unten hängt, dann sieht das auch ganz gut aus, oder? Man sieht auch wirklich ein bisschen von dem Goldenen und sowas. Man spart sich also auch eigentlich den Highlighter. Jetzt nehme ich die andere Seite einmal und setze sie hier unten drunter. Ich vermute mal, berichte ich mich, dass das so gedacht ist. Ne? Kann man, glaube ich, relativ gut sehen. Schatzi, bin am Film. Oh, Mann! Oh. Oh. Jamie hat überall seinen Kopf mit drin. Der ist direkt hinterhergekommen. Ja, ja. Ihr könnt ihn ja inzwischen, mein Hauskobold. So, und wenn ich das jetzt verblende, vermute ich mal, dass es ganz toll aussieht. So. Also auf jeden Fall besser als das, was er mir gemalt hat. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Jo. Und deswegen, guck mal, sind geile Farben, ne? Hast du ja auch nicht gesehen. Ja. Schatzi sagt ja, ich soll mich nicht so doll malen. Aber guck mal, das sieht doch ganz natürlich aus. Spitze. Tröste den Hund. Furchtbar. Also jetzt finde ich ihn richtig klasse. Ich finde 13,90 immer noch schlimm, aber ich hoffe mal, dass ich den auch nicht aufbrauchen werde. Wahrscheinlich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, den wirklich häufiger zu benutzen. Also ich finde den toll. Ja, ich puste da jetzt auch nicht drüber, dass die Krümelchen weggehen. Also, weil ich die Krümelchen beim nächsten Mal benutzen kann, so meine ich. Also hier noch einmal für euch gezeigt. Ne? Toll. Bin ich jetzt doch happy. Aber wenn man wirklich nur was Kleines kaufen will und dann damit rausgeht, dann... Ich habe auch im Kopf nicht mitgerechnet. Ich hatte ja eigentlich nur meine 6,90 Euro auf dem Zettel. Nee, 7,90 Euro sollte, glaube ich, kosten, das, was ich vorhatte zu kaufen. Ganz schön dunkel. Und ja, ich habe überhaupt nicht mitgerechnet, weil ich fühle mich auch so unter Stress gesetzt, unter Druck gesetzt von dem Typen. Ja. Was da rauskommt, seht ihr gleich so ungefähr. Aus der LE habe ich dann also noch was mitgenommen, und zwar ein Creamy Touch Eyeshadow Duo. Ich muss sagen, diese Papageienaufmachung, die gefällt mir gar nicht so gut. So, steht jetzt hier eigentlich irgendwo, wie die LE heißt? Nee, ne? Ihr da draußen kennt euch doch aus, sagt mir doch mal, wie die heißen könnte. Ansonsten gucke ich sonst auch einfach mal auf der Homepage. So, das ist jetzt die Farbe 101, den hatte er mir auch direkt gezeigt. Und jetzt ist es so, Mädels, den zeige ich euch jetzt einmal. Ich habe im Ausverkauf mal den P2 Lift and Style Eyebrow Pencil gekauft. So. Und da ist die eine Seite dafür da. Also es soll ein Highlighter sein praktisch. Machen wir mal hier oben hin. Und der ist für mich eigentlich viel besser, nicht hier oben hinzusetzen, da wo er hin soll. Sondern ihr seht schon, das ist eigentlich fast mehr wie so ein kleiner Concealer. Sondern ich setze das gerne hier hin, wo ich diese ganzen blöden roten Schatten habe. So. Ne? Ziehen wir jetzt mal einmal hier durch. Ihr wisst ja, wie ich aussehe. Machen wir es einmal so. Und wenn ich das dann gleich verwuschel, ein bisschen zum Schmelzen bringe mit meinem Finger, dann wird das heller. Und tatsächlich sind die roten Äderchen verschwunden. Ich hatte mir kürzlich überlegt, ich hatte ja schon mal versucht, mir Eyeshadows zu kaufen in dem Farbton. So. Besser als eine Eyeshadow Base. Also mit den Bases komme ich da nicht so gut zurecht wie mit dem. Und die andere Seite dafür ist dann übrigens ein Wachsstift. Den muss ich offensichtlich... Entweder ist mir hier in der Sonne, weil ich habe den eigentlich gerade erst angespitzt. Ich glaube, den darf ich nicht in der Sonne stehen lassen. Ist ja ein Wachsstift, ne? Naja. So, und jetzt passt auf, Mädels. Da kommt der mit seinem Stifter an. Für 8,90 €. In vielen verschiedenen Farben. Das wäre aber auch die gewesen, die ich mir gegriffen hätte. Und zeigt mir den hier. Aufmachung finde ich auch edel. Wie gesagt, 101. Creamy Touch Eyeshadow Duo. Und dann zeigt er mir diese Farbe hier. Ja, ich habe mir das gedacht. Und guckt euch mal bitte diesen Farbunterschied an. Den kann ich doch super dann auch wieder hier reinsetzen. Er hat es leider nicht an mir ausprobiert, weil ich beim ersten Mal ja noch, wie gesagt, so wenig Zeit hatte. Aber guck doch mal. Dann sind auch die roten Äderchen weg. Und dann habe ich noch einen Taubton dazu, den ich erst für einen Braun gehalten habe. Muss aber eigentlich ein Taubton sein. Und den hatte ich dann hier auf dem Handrücken, bin dann ja noch ein bisschen durch den Laden gelaufen und der ließ sich ganz schlecht entfernen.
Also es klang auch so ein bisschen so, obwohl das jetzt hier nicht draufsteht, als wären die Sachen wasserfest. Zumindest hatte er das gesagt bei den Foundations und was er da alles noch hatte. Jo, und das habe ich mir eben im Auto gezogen und bin damit total happy. Es ist natürlich nicht besonders, man kann nicht sehr präzise damit arbeiten und es wäre mir lieber gewesen, ich hätte mich nicht komplett zugemalt damit, weil ich natürlich auch keinen Q-Tip dabei hatte. Aber ich fand das so erstmal vollkommen vertretbar. Ich habe leider keinen Mascara da gefunden. Meistens haben die ja in der Mitte dann immer noch ein Mascara stehen, aber irgendwie auch beim zweiten Mal nicht. Ja, und dann habe ich mir das dann praktisch gegönnt. Kann man ja nicht anders sagen. Und nochmal gegönnt dann habe ich mir... Achso, das ist das, weswegen ich dann eigentlich reingegangen bin. Nochmal gegönnt habe ich mir dann einfach so im Vorbeigehen den extra Volume Lip Gloss in 60, vermute ich mal. Moment. Extra Volume, das ist ja schon immer aufmotzend gemacht, so mit extra Verpackung und sowas, gefällt mir sehr gut. 2,90 Euro. Ich denke mal, den kann ich jetzt einfach hier oben drüber machen. Schöne Farbe, ne? Plumping and Moisturizing Action. Auch wieder mal so ein braun-rosen-irgendwas-Ton mit goldenen Sprenkelchen. So, bin meiner Farbwahl also wieder mal treu geblieben. Und fand den total klasse. In der letzten Zeit in den ganzen Päckchen habt ihr mehr knallige Farben bei mir gesehen. Und das ist ja nun doch schon eher was so für mich. Und in dem bin ich komplett verliebt im Moment. Total schön. Ihr werdet jetzt wieder sagen, Mensch Maus, man sieht ja wieder nichts. Habt ihr ja auch ein bisschen recht. Aber irgendwie ist das halt mein Ding. So. Der klebt übrigens nicht. Ich hatte gestern irgendeinen, der klebte, aber der klebte angenehm. Achso, ja, ich habe einen Kiko doch, der auch so aussieht, bekommen. Der ist hier noch drin. Da. Der klebt, sieht aber toll aus und klebt nicht unangenehm. Also der klebt irgendwie, das ist vollkommen in Ordnung, wie der klebt. So. Also noch ein Kiko. Und ich habe dann, da stehen ja mal Tester rum, habe mir dann den noch angetestet hier oder ausgetestet. Und auch noch so im Vorbeigehen. Die im Vorbeigehen, das sind ja meistens die schlimmsten Sachen. Kostet dann auch 2,90 Euro noch zusätzlich. Könnte man fast schon zu Shishi zählen, würde ich sagen. Guck mal hier, da sind noch die ganzen Pearl-Dinger von dem Holz. So, da bin ich wieder. Das war jetzt der Akku. Von dem ersten Holz, wo ich ihm gesagt habe, ich muss nochmal hin und muss mir den nochmal nachkaufen. Der jetzt auch irgendwo hier liegt. Ja, ich rechne nicht damit, nach einem schwarzen Lipgloss zu suchen. So. Kommst du mit ans Bett heute? Also, richtig schön. Daumen hoch. Und was hatte ich gesagt? 2,90 Euro, ne? Das geht auch noch. Ja. Nehmen wir den noch einmal kurz. Weil ich finde, dass die Lip Liner das auch mal so ein bisschen stoppen, gerade die Lipglosse, das kommt dahin. Das wäre jetzt der hier in der Farbe, also es ist Unlimited Lipgloss in der Farbe 19, Refill, jo. Yeah. Einfach mal so zwischendurch, so rein. Sieht recht dunkel aus, ne? Aber, ihr wisst ja, Lipgloss vertüppeln und sowas. Da bräuchte ich vielleicht mal irgendwann einen Lippenpencil für oder sowas. Geht das mit dem vielleicht? Da habe ich zwei von, da weiß ich immer nicht so richtig, was ich mitmachen soll. Das ist laut Ausschreibung von For You Beauty ein Concealer-Pinsel. Vielleicht kann ich den ja dafür verwenden. Oder ich mache es einfach so, wie es soll. Ist ja auch schön, ne? Ja, leider könnt ihr es jetzt natürlich nicht so sehen wie ich. Aber auch der ist toll. Dafür, dass es im Vorbeigehen war, echt supi. Bin ich sehr happy. Ach, schön. Und jetzt kommt das, worum es mir eigentlich geht. Oder ging, als ich wusste, dass wir da hinfahren würden.
Ich werde euch von Mami 40 Plus das Video einmal unten drunter verlinken. Da geht es eigentlich um die Trendfarbe. Schön. Angenehm. Um die Trendfarbe Tangerine oder Tangerine. Verzeiht mir, wenn ich das nicht richtig ausspreche. Das sind wohl diese Mandarinen ohne Kerne. Geht also um Mandarinen und Orangetöne und sowas. So. Und links, rechts. Kann man erstmal gucken, wo heute meine ganzen Sachen sind hier. Einmal ein bisschen Puder drauf. Und da hatte sie halt erzählt, dass sie im Moment am begeistertesten ist von diesem Lipgloss von Kiko. Und dann habe ich mir die Farben angeguckt, online. Und da habe ich wieder mal gesehen, dass ich überhaupt gar kein Online-Besteller bin. Denn ich hätte zu einer ganz anderen Farbe gegriffen. Die habe ich dann beim zweiten Mal auch nochmal ausprobiert. Und ich sage, Mensch, mit der eigenen Lippenfarbe, also auf der Hand sah es toll aus. Mit der eigenen Lippenfarbe sage ich, das kann doch eigentlich gar nicht gut aussehen. Das hat sie, probieren sie mal aus und sowas und alles desinfiziert und sowas. Und dann haben wir es ausprobiert. War nicht existent. Also das war wirklich, da hätte ich ein Labello tragen können. Und da bin ich jetzt ganz happy, dass ich zu einer anderen Farbe gegriffen habe. Und die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar ist das der Double Touch Lipstick. In diesem Falle in der Farbe 104. So, und der sieht letzten Endes so aus und soll 10 Stunden halten. Ich hatte eben schon das Gefühl, nach ungefähr einer Dreiviertelstunde, also 9 1/4 Stunden werden das wohl nicht mehr. Aber es ist schon, es ist dieses klassische Prinzip, das es auch hier von L'Oreal und sowas alles gibt, Manhattan, Maybelline, wie sie alle heißen. Und ich glaube, Maybelline hat die besten, dieses Lipfinity oder sowas, ne? Max Factor. Alles mit M, das ist ja, bin ja froh, dass es nicht L'Oreal heißt. So, und die sind ja im Allgemeinen sehr gut in der Bewertung. Jo, und das jetzt ist, wie gesagt, die Farbe dann von Kiko und die hatte bei der Martina so super abgeschnitten und die kennt ja die ganzen L'Oreal-Produkte und so weiter auch. Und bis jetzt war der Maybelline, dieser Lipfinity, oder wie heißt es immer, ihr Liebling. Der hier kommt jetzt mit einem Schaumstoffapplikator daher und sieht dann wahrscheinlich jetzt in der Kamera auch wieder sehr lippenfarben aus, aber glaubt mir, in echt sieht der für mich schon wieder relativ dunkel aus. Männer hat zumindest groß geguckt eben, als ich kam. Und das ist jetzt natürlich die Geschichte mit dem kurz antrocknen lassen, warten. Und ich werde euch dann unten drunter schreiben, weil ich jetzt bestimmt gleich das Video abschließen werde. Ja, ob es wenigstens eine Stunde gehalten hat. Ne? Ich meine, theoretisch, wir haben jetzt 6, 6:30 oder sowas, müsste das Ding ja bis zum Schlafengehen mindestens halten. Und damit rechne ich nicht. Aber es wäre natürlich toll, wenn es das könnte. So, und jetzt lasse ich das einen Moment antrocknen, das soll man ja. Mein Tütchen ist jetzt leider schon leer. Die Preise hatte ich euch überall zu gesagt. Der jetzt kam 7,90 €. Der schöne Lidschattenstift 8,90 €. Der böse, böse Bronzer, nicht Bronzer, das böse, böse Blush 13,90 €. Das werde ich in Watte packen, glaube ich, damit mir das bloß nicht zerbröselt. Die Lidschatten 2,90 € und die Nagellacke 1,90 €. Da sieht man wieder mal, Kleinvieh macht auch Mist, da sind wir bei knapp 50 €. Ja. Aura. Ne? Aber schöne Sachen, finde ich. Ich hätte gerne noch nach meiner Foundation geguckt. An Chris, habe ich das jetzt eben schon erzählt? Nee, ne? Ich hatte Chris kürzlich mein Leid geklagt und hat gesagt, Mensch, ich weiß überhaupt nicht mehr, welche Foundation ich nehmen soll. Und das sieht jetzt hier mal alles in der Kamera vielleicht toll aus, aber wenn ich rausgehe, dann sieht man eben, dass ich jetzt über 40 bin und habe da so ein bisschen rumgeheult und sowas. Und dann sagt sie einmal das mit dem Primer, ob ich halt einen Primer nehmen würde. Übrigens, seht mal hier, ne, wie gut der hält. Und den habe ich nicht abgepudert. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der wasserfest ist. So, also Empfehlung auch. Farbe auch toll. Also Primer hatte sie mir dann ja im Paket mitgeschickt zum Glück. Habe ich jetzt auch schon zweimal ausprobiert, kann aber im Moment noch keinen großartigen Unterschied irgendwie feststellen. Vielleicht mache ich auch was falsch, habe aber auch das eintrocknen lassen und so. Frage vielleicht, kann ich da überhaupt eine Pflege drunter tragen? Also ich habe noch eine Pflege drunter getragen. Ich teste ja die Cellular momentan von Nivea
Und die habe ich natürlich erst drauf gemacht, einziehen lassen, damit sie nicht krümmelt. Dann die noch drauf einziehen lassen und dann halt erst ein bisschen Make-up. Und dann hatte sie mir jedenfalls das Bare Minerals Foundation. Ja, Foundation Puder ist es ja. Also das Make-up praktisch ans Herz gelegt, was für mich erstmal aussieht wie ein Puder, was mir aber erklärt wurde, was sich dann nachher über das Gesicht zieht irgendwie und dann trotzdem wohl wie eine Foundation halt ist. Und dann sagt sie, geh doch mal zu Douglas und lass dich da beraten, damit du die Farbe kennst und dann weißt ja schon mal Bescheid. So. Gehe ich in diesen, wir waren vorher in der Innenstadt, muss ich noch dazu sagen. Gehe ich zu dem Douglas da im Alster-Einkaufszentrum, ich bringe die beiden immer durcheinander, es gibt ein Alba-Einkaufszentrum und ein Alster-Einkaufszentrum, das eine ist noch weiter weg. Und da sagt die zu mir, die hatten einen riesengroßen Douglas. Also der war, wow, war der groß. Wer den kennt, also der weiß bestimmt Bescheid. Und ich kenne ja eher so die Verträumten aus Arnsburg und sowas. Und da gab es auch eine Mac-Ecke und sowas, eine riesengroße Mac-Ecke. Also jetzt nicht Ecke nur als Ecke, sondern diese große Abteilung und sowas. Die hatten auch das NYX, NYX, was in Arnsburg nicht hatten und sowas. Lange Rede, kurzer Sinn, spreche ich eine drauf an, erzähle ihr das auch, was ich meiner Freundin geschildert habe. Und dass die mir dann gesagt hätte, ich sollte mal nach Bare Minerals fragen. Sagt sie, hatten wir bis vor kurzem auch. Jetzt hat es nur noch die Innenstadt. Ja, das war es dann also wieder mit meinem tollen Schritt. Da traue ich mich schon mal zu Douglas und dann das. Wieder nichts geworden. Vielleicht wäre ich heute sogar versucht gewesen, das zu kaufen. Kann ja sein. Aber naja, nächstes Mal, ne? Morgen müssen wir noch nach Lübeck. Vielleicht haben, ja, warum sollten die haben? Aber fragen kann, kostet ja nichts. So. Und dann kommt jetzt diese Abschlussgeschichte drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich so lange warten muss, bis es anfängt zu spannen oder ob ich das schon vorher machen soll. So. Und das wäre jetzt ein komplettes Schminki mit meinen ganzen neuen schönen Sachen. Ja. Ja. Bisschen wild, wisst ihr ja. So. Mit den neuen kürzeren Haaren. Wo ihr schon sagt, dass dann ruhig noch mehr von ab kann, was ich natürlich im Moment gar nicht so sehe. Aber ich habe schon der Betty gesagt, dass ich das so gut finde und dass, wenn sie nochmal Bock drauf hätte oder sowas, da sich auf meinem Kopf zu verewigen, dass ich mich nicht anstellen würde und das wohl gut für gut befinden würde. So. Ja, alles wieder unordentlich, wieder einmal. Ich war jetzt sehr häufig in der letzten Zeit hier unten und habe Dinge ausgepackt. Ich denke mal, jetzt wird es erstmal ein Päuschen geben. Ich hatte ja das Glück, die Unibox von Rossmann zu, die wie heißt die, Zeit für mich, glaube ich, ne? Die Zeit für mich Box von Rossmann, der den Gutschein praktisch zu gewinnen, das wollte ich euch noch zeigen. Und der ist noch nicht da. Wir haben heute den 27.05. Und da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Da war jetzt eine Ankündigung in der Alverde nicht, ne? In der Centaur, wo sie sich mal darüber ausgelassen haben, über ihre eigene Box und sowas. Und dass eben auch wirklich 10 Produkte drin sind, 10 Produkte in der Originalgröße und dass man da eben auch dann Coupons dazu bekommt, dass man innerhalb eines bestimmten Zeitraums von 2 Wochen, glaube ich, noch, wenn man sich für das Produkt interessiert, nochmal einen 20% Gutschein bekommt und so weiter. Toll. Da bin ich nochmal sehr überrascht, sehr, sehr erfreut drüber und tierisch gespannt, weil ich ja bis jetzt keine Douglas-Box hatte. Ich hatte keine, was weiß ich, keine Butni-Box, kostet 20 Euro, die habe ich auch nicht. Und die M habe ich auch noch nie gewonnen. Die Lieblinge, ne? Und das ist jetzt meine allererste Box, bis auf die schönen Boxen, die ihr mir gebastelt habt, ne? Die Douglas-Boxen von euch, das finde ich natürlich auch super, stehen auch bei mir oben. Aber eben die erste, die ich jetzt richtig mal direkt von der Firma aus bekomme und da bin ich schon tierisch gespannt drauf. Ja, also das wird dann nochmal ein Unboxing und ansonsten ist jetzt erstmal vorbei. So. Aber naja. Das wollte ich euch noch zeigen. Ich war kürzlich bei Taco. Da gibt es ja mal schöne Basics und ich gucke da gerne nach Schals. Und dann bin ich an der Kasse angesprochen worden, ob ich da schon in diesen VIP-Club oder wie nennt sich das dann bin. Also nennen wir es jetzt mal VIP-Club. Ne? Und da steht auch nichts von VIP-Club. Also es kann auch anders sagen, aber ich glaube, die heißen VIP-Club. Wenn ihr euch anmeldet zum Newsletter da online, dann bekommt ihr zu eurem Geburtstag zum Beispiel einen 20% Gutschein.
Und 20 Euro auf etwas, was ihr haben wollt, finde ich schon mal nicht schlecht. Und jetzt, ohne dass ich Geburtstag habe, kam schon mal das hier hereingeschneit. Da bekommt ihr einmal, was haben sie da noch extra? Also es ist jetzt nur eine Woche gültig, ne? Bis zum 3. Juni. Und ich habe das bekommen vor 2 Tagen, glaube ich, ne? Wobei, das geht ja eigentlich noch. 3. Juni ist nächste Woche. Ja. Also man kann 4 Artikel seiner Wahl, also finden Sie Ihre 9 Lieblingsstücke für den Sommer und erhalten Sie bis zum 3.6. exklusive Preisnachlässe von 15, 20, 25 und 30% auf 4 Artikel Ihrer Wahl. So. Und ich muss ja nicht alle einlösen. Wenn ich jetzt nur einen tollen Artikel finde, Jeans oder einen Rock oder irgendwie sowas, dann nehme ich den schönen fetten 30% Gutschein, gehe nach vorne und gut ist. Das ist doch eine schöne Sache. Und wenn mir etwas anderes auch noch gefällt, dann habe ich nochmal 25. Ist doch auch schön. So. Und das wollte ich euch erzählen, weil nur für Newsletter-Anmeldungen und sowas, finde ich, ist das vollkommen in Ordnung. Ne? So, das noch dazu. Und ich bin ja normalerweise kein Fan davon, irgendwie sowas zu machen oder zu unterstützen oder wie auch immer. Aber das gefiel mir jetzt, habe ich mir zu Hause Gedanken drum gemacht, haben wir mal gemacht. So. Das ist nochmal die Geschichte hier mit der Brille. Da könnt ihr euch jetzt noch einmal gucken. Wie gesagt, das ist dann morgen. Wobei, dann seht ihr das ja schon gar nicht mehr. Also ich brauche keine Lesebrille. Das ist ja eigentlich eine Lesebrille. Aber es geht jetzt so um die Form und um die Farbe. Und ja, da bin ich mal gespannt, was es wird. Denn die hier mochtet ihr ja alle auch nicht. Und ich hätte einfach ganz gerne auch eine, selbst die, obwohl die so filigran ist, habe ich ja immer nach oben geschoben. Und ich brauche einfach eine, die ich auch immer einfach nach oben schieben kann. Für die Haare. Und ich habe mir die, das ist eben so lustig, mal beim Kick gekauft für 10 Cent, das ist eben so eine Lesebrille, als Haarreifen. Und dann sagt ein Mann zu mir, die ist total gut, die steht hier total super. Ja, toll, stehe ich da. In so einem Billigding machen die mir natürlich keinen Gläser rein. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das nicht sonst vielleicht ein bisschen zu wenig. Es wird ja jetzt eh schon sehr ungewohnt, wenn ich dann so einen Rahmen ums Auge habe. Weil ich ja, wie gesagt, bis jetzt, ich hatte immer randlose Brillen, damit ich sowas eben nicht habe. So. Ne? Einmal zum Diktat bitte. Sehe ich mal zu. Ich bin gespannt, wann ich das hochgeladen kriege. Ich weiß gar nicht, wie lange das geworden ist. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Würde mich freuen, von euch zu lesen. Kommentare nicht vergessen. Ja? Und bis die Tage bin gespannt, was als nächstes kommt. Hab noch kein Thema bisher. Doch, ich wollte noch eine Zwischenmeldung von der Cellular machen. Von der Nivea Anti-Age Creme. Das könnte ich noch machen die Tage. Aber jetzt erstmal schauen. Das war's erstmal. Bis die Tage. Tschüss. Und vielen lieben Dank nochmal für die tolle Resonanz auf Bettys und mein Schnippschnapp-Video. Also es war total cool. Wir haben ja da auch so mental, hätte ich fast gesagt, also persönlich ein bisschen die Hose runtergelassen und sowas. Und gefällt uns sehr gut, dass es euch gefallen hat. Und wenn wir uns mal wieder sehen würden, wir es wieder machen, wie gesagt, ein bisschen Kuschi, vielleicht holen wir dich noch mit ins Boot. Ne? Meld dich mal. Ob du daran Interesse hast und ob die anderen das auch alle sehen wollen. Und ich wollte mich einfach nur bedanken, weil das lustig war mit den ganzen Kommis und sowas. Und liebe Grüße an unser anderes Team, an die 3 Nas, an die Nananas. Keiner macht die Ananas, ne? An Nadine, Nathalie und Nadine, die ja auch immer so tolle Videos machen und so. Und ja, das ist einfach, wenn 2 YouTuber zusammenkommen oder 3, da muss man einfach die Cam dazu holen, das ist einfach so. Ja, das wollte ich noch ganz kurz sagen. Dankeschön, also bis denn. Tschüss. Mann, und das muss ich euch ganz schnell noch erzählen. Wenn ihr bei euch in der Nähe einen Edeka habt, dann geht doch mal dahin und holt euch das Magazin, das mit Liebe heißt. Ganz hinten auf der letzten Seite nämlich ist ein Doppelpack von der L'Oreal-Geschichte hier mit dem Beauty Balm. Eine Doppelpackprobe mit einmal Shampoo und einmal dem Beauty Balm. So. Das war's jetzt aber. Tschüss!